Kleine Muscheln sammeln. Muss gerade ein bisschen joggen. Keine Energie mehr. Gleich hier lang. Ich weiß nicht, ob hier irgendwas ist. Es haustet. Nicht übel. Noctus. Die Musik klingt auch wüstig. Ah, hier haben wir ein paar Monster. Das ein Monster ist an diesen friedlich, der anderen. Dann muss ich euch ja mal das Ding vom Hals halten. Und zack. Lasst ihn nicht angreifen. Für ein bisschen Nahrung. Beim Mondkäfer töten. Ah, Leder. Haben sie. Ich glaube, die geben auch Nahrung. Die armen Kleinen. Aber ja. Au. Okay, ein neues Volk haben wir hier entdeckt. Das finde ich ja sehr schön. Was uns fernsehlich ist. Verpöbel alles, was du hast, irgendwie in den grünen Bereich zu kommen. Und noch feindselig. Hat ja relativ wenig gebracht. Dadurch werden die Füchse und die anderen immer ein bisschen neutraler. Muss man ein bisschen gucken, was war. Anstellen. Bringt vielleicht nicht immer was. Und wir sollten vielleicht auch Sachen aus der Wüste, die wir hier sammeln, drüben im Waldgebiet abgeben. Mal spenden, da sind es vielleicht ein bisschen mehr wert. Jetzt würden wir Wüstensteine versuchen, an Wüstenbewohner zu verkaufen. Das könnte dann ein bisschen nicht so viel an Freude bringen. Also dieses Vogelvolk hier. Sprich mit dem Händler, wenn du dich für die Ressourcen unseres Dorfes interessierst. Was seid ihr denn für Vögel? Okay, Territoriums heilig mal heilig Heiligtum. Okay. Alles klar. Ein großes Wüstengebiet habt ihr hier. Oha. Vorsichtig. Nein. Die Meere, die angreifen. Ich glaube, ich überschreien es.
Lohnt sich da zu kämpfen oder? Ja, 2 gegen 1 natürlich. Nee, da bin ich hoffnungslos unterlegen. Willst du mal was essen? Hab ich keins. Wen ist denn da? Bleib du liegen. Oh oh. Ich kann gerade nicht rennen. Wenigstens ein bisschen was. Okay. Bürgermeister töten. Und tot. Das greifst du auch mitten in der Stadt an. Das, es gibt ja in jedem Dorf ein kleines Schildchen, auf dem die Bevölkerungszahlen so drauf steht, kannst du ja dann minimieren. Es gibt dann nur noch einen Bürger. Muss doch Bevölkerung ganz komplett ausrotten. Ach, hier sind wir. Sehr schön. Dann will ich mal ein bisschen. Nein. In die Richtung gehen. Und da mal ein bisschen erkunden. Oh, was war das? Trunkschlucht. Dann weiter durch die Trunkschlucht. Ziemlich viel Wasser für eine Trunkschlucht. Vom Off ist nach wie vor keine Spur. Vielleicht finden wir den ja irgendwann mal in irgendeinem Gebiet, wo wir die Welt erkundet haben. Das ist wieder der kleine, putzige Typ auf dem erste bescheidene Schritte. Ja, finde auf. Das war der Elefantentyp. Kriegen wir erstmal ein Tutorial von auf. Wenn wir den gefunden haben. Oh, hübsches Ei habt ihr da. Es tut mir fast leid. Und der Eier kann man halt auch gut spenden. Bei Völkern einen guten Namen machen. Jemand schreien von den Elchen. Immer noch feindselig. Okay. Das hat nicht viel gebracht. Du kannst wahrscheinlich nicht mit allen anfreunden.
wird wahrscheinlich nicht so klappen. Dann würde ich mal sagen, würde ich mir vorschlagen, gehen wir nach unten. Weg hier. Oha. Starke Gegner. Welche Richtung muss ich? Das Gegengesetzte. So ziemlich. Ja, ungefähr dort lang. Das ist der die ganze Zeit barfuß rumläuft. Ich glaube, irgendwo bei einem Händler können wir auch Sachen kaufen. Ich glaube, ich habe sogar schon ein Rezept hier zum Fertigen von Schuhen und Handschuhen. Müssen wir halt Sachen mal sammeln und die nicht sofort verkaufen. Ich glaube, wenn wir die Schuhe haben, dann können wir auch schneller laufen. Vielleicht sollten wir da mal investieren und nicht in die Schreine. Die uns scheinbar ja nicht wirklich was bringen. Nicht scheinbar, scheinbar. Mensch. Der Glück, dass er dauern kann. Oh no. Zwei von der Sorte. So ein Mist. Ich war schon fast tot. Ja, okay. Ah, okay, jetzt können wir fast Stiefel, können wir sehen, wenn Materialien haben, wird es dort angezeigt. Ja genau, hier müssen wir lang. Da wo der große Canyon ist. Hinter ihm. Tut mir leid, aber ihr habt Materialien für mich. Sind die anderen vor allem traumatisiert? Morgen und Schüttermoos. Ja, nicht ganz, noch ein bisschen nach dort, glaube ich. Hier zwischen den beiden durch. Das war der Canyon, wo wir dann vorbeigelaufen sind. In weiter Richtung Nebel. Die Nebelgebiete erstmal erkunden. Das ist unsere erste Mission. Nichts von dem, was wir auf der Liste haben. Ich komme gleich in ein neues Gebiet. Naja, ist noch ein welchen. Eigentlich friedliche Kreaturen. Das tut mir auch richtig leid. Bin ja Leder. Das brauche ich bestimmt irgendwann für. Irgendwo für.
Das war jetzt ein Gnadenstoß. Ich wollte ihn nicht damit leben lassen, dass er seine Leute das Sterben sehen. Ah, hier war es auch so ein bisschen weniger feindselig. Ach so. Feindselig, ja, die sind uns ganz feindselig. Wenn echt, müssten wir noch was tun. Schauen wir mal. Sehr weiter in die Richtung. Zwei auf einmal. Na dann. Hops. Ein nach dem nächsten. Hups. 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 Einer weniger. Ich bin schon fast tot. Heilung wäre mal nicht so schlecht. Puh. Das war gut. Da ist doch was. Oh, der hat wertvolle Würfel dabei gehabt. Es lohnt sich. Wenn wir das spenden, dann das bringt uns sehr gut weiter. Komm her, du Vogel. Frontalangriff. Oh, der hat eine Rüstung. Das ist schlecht. Der hat sich wieder ausgerüstet. Verdammt. Dafür bin ich nicht gewappnet. Ich esse mal ein Ei vor deiner. Oha. Griff noch ordentlich an. Nicht heilen. Verdammt. Das sind starke Vögel. Jetzt passiert fast nichts, wenn wir die angreifen. Ah, hier sind wir. Sehr schön. Ich würde sagen, weiter geht's. Schauen wir auf die Map und laufen genau in die falsche Richtung. Hier müssen wir lang. Das Canyon-Gebirge. Ja, es sieht schon ziemlich canyonhaft aus. Dann müsste ich mal rüber hier. Sehr schön, da ist so ein Durchflieg. Aha, da war ein Turm drüben. Das sieht ja interessant aus. Sollte ich mal hin. Wir haben das weite offene Meer. Faszinierend. Ich meine nicht den kleinen Turm hier, sondern den großen da hinten. Was haben wir da zu suchen? Beim Turm. Was gibt es dort zu entdecken? Wir werden es gleich herausfinden, was wir dort zu entdecken haben. Erstmal in den kleinen. Ein Fahrstuhl. Ein Fahrstuhl. Okay, die Kühlen kann ich nicht umwerfen. Sehr schade. Ja, gut.
Also. Boah, hier kann man tief fallen. What the fuck? Heftiges Katapult. Eine Treppe. Wenn man im Multiplayer spielen würde, könnte man jetzt. Pfiuh. Man einige Späße mitmachen. Oh nein! Was habe ich zu tief fallen? Aha. Jetzt haben wir einen Stein. In diese Kugeln könnte ich mitnehmen. Haben wir schon fünf von. Ich habe mein Fernglas. Einmal durchgucken, bitte. Auf die hohe See gucken. Können wir wohl nicht, wie es ausschaut. Können wir da vielleicht. Nicht wirklich. Okay, dann mal wieder runter. Ich mache einen auf Assassine und werde dabei drauf gehen. Höchstwahrscheinlich. Da ist der Turm, da muss hin. Gute Nacht, schnöde Welt. Ja, das tat weh. Musste mal versucht werden. Es hat eben doch kein Assassine. Dem stand der Unterschenkel im Schädel. Der hatte den Unterschenkel im Schädel. Was hätte ihn für Süßis? Auf zum Turm. Ein Schrein. Immer noch feindselig, okay. Nimm einmal zurück. Neutral, sehr schön. Die Füchse sind jetzt neutral. Siehst du, da müssen wir noch ein bisschen die bemerken, dass wir da den hier was gegeben haben. Ja, besser neutral als
Fans nicht. Jetzt haben wir nur noch die beiden Fans nicht. Wenn wir alle irgendwie zumindest aufs Neutrale kriegen. Das wäre auch ganz gut für diplomatische Angelegenheiten, die mal alle von keinem angegriffen zu werden. Wäre doch mal eine Sache. Dass man einen diplomatischen Stand zu haben, zwischen den Leuten ermitteln zu können, übermitteln zu können, der Botschafter zu sein. Ist jetzt bei keinem irgendwie sonderlich Freund, aber auch nicht sonderlich Feind. Ach, das ist der Turm. Das wäre ja das Ziel. Dann könnte man dort. Dann ist dann auch das Ziel um. Unser größtes Ziel ist ja. Ich hätte gerade ein Wort gesagt. Schwierig. Das größte Ziel am Ende ist ja dann. Eine Ebene zu finden, ein Ort zu finden, wo das Volk sich niederlassen kann. Das schaffen wir halt, wenn alle neutral sind, oder wenn halt irgendwie, ja, wenn wir alle neutral sind, das müssen wir hinkriegen und dann noch, am besten noch irgendein Volk, mit dem wir verbündet sind, da können wir uns in der Nähe dann Lager machen. Tut mir leid, Leute. Okay. Bin ich gespannt, was mit dem Turm da vor sich geht. Okay, gibt's nichts. Nö, so nicht. Aha. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Ja, wer du nur. Alter Schwede. Die greift mich an. Oh nein. Bin nicht tot. Angriff. Und hätte gar nicht so viel. Verdammt. Du musst jetzt wieder den ganzen Weg vom Anfang der Wüste oder was? Nicht ganz. Da zum Turm hin. Ich glaube, da kommen wir auch nicht hoch auf das Gerüst dort. So wichtig ist es auch nicht. Die haben alle getötet, Frauen und Kinder. Du kannst kein Jedi Master sein. Okay, die sind recht flink.
auf zum Turm. Da wollen wir hin.